zu einem neuen Short Review. Und es gibt wieder Pickups. Es gibt zahlreiche neue Sachen in meiner Sammlung, beziehungsweise, ja, es gibt einfach viel Neues zu zeigen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich doch in relativ kurzer Zeit, auch wenn ihr das vielleicht nicht in dem Abstand seht, weil ich die Videos nicht jede Woche gleich als Pickups veröffentliche, aber ich habe letzte Woche Pickups gedreht, da war einiges und jetzt schon wieder. Wahnsinn. Also, es geht los mit Games. Jetzt wiederhole ich mich schon, aber ist auch egal. Ein paar Casual Games sozusagen oder auch ein paar aktuelle. Für die PlayStation 5 habe ich auch das neue Ratchet und Clank Drift Apart. Nee, Rift Apart. Nicht Drift. Dann Returnal. Hier habe ich Shin Megami Tensei 3 für die PlayStation 4. Auch ein sehr schönes Game. So, die drei Spiele kommen von NIS Europe bzw. NIS America. Einmal Tears of Tirara 2. Auch ein sehr schönes JRPG. Die Special Edition R-Type Final 2. Auch echt klasse. Davon kann ich nochmal mit dem, was da ganz dabei ist, blende ich jetzt hier einfach ein Bild ein. Wirklich ein Klassiker, einfach R-Type, machte Spaß und Laune. Einfach eins der besten Shoot'em-Ups. Gut, ob das jetzt das Spiel selbst das ist, weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nicht gespielt, aber R-Type hat ist einfach so. Ich bin damit auch aufgewachsen mit dem C64, mit dem Game Boy. R-Type, so dass R-Type für mich irgendwo einen Kultfaktor einfach hat. So, hier nochmal auch von NIS America und, oder Europe, Savers of Sapphire Wings. So eine Special Edition, echt cool, cooles Artwork. Und Strangers of Sword City Revisited. Das sind zwei Games auf der PlayStation 4. Auch hiervon, diese Special Edition, was da drin ist, blende ich jetzt hier mal kurz ein Bild ein. Echt umfangreich und das lohnt sich immer da, die bei NIS in Europe, das ist jetzt in England, wo ich es bestellt habe, eben halt die zu kaufen. Der einzige Nachteil ist, durch den Brexit kommt Zoll hinzu und das ist ein bisschen umständlich, weil doch im Endeffekt DHL und die ganzen Versände doch ein bisschen kompliziert das noch machen, wie man den Zoll bezahlt. Und es hat nicht wirklich geklappt, weil du musstest immer alles über die Handy-App laufen lassen und das funktionierte nicht wirklich richtig gut. Teilweise war der Link auch dann tot, da musste man anrufen, wieso ist das nicht und ach. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann, dass wir da mit England nochmal wieder bessere Konditionen kriegen. Und auch so ist die Zollsituation ja gerade ein bisschen verändert. Aber egal, das sind auf jeden Fall schöne Games, die ich bekommen habe. Bei den Games bleibt es nicht. Nur, ich habe auch noch ein paar weitere Games und jetzt kommen wir zum Bereich Transformers. Transformers habe ich hier im ganzen Werk. Nee, noch nicht. Nein, ich komme noch nicht zu Transformers. Ich habe noch was anderes zu zeigen. Und zwar Klemmbausteine. Ja, kein Lego, Klemmbausteine, das bedeutet, wenn ein Produkt oder sagen wir mal so, es gibt auch andere Firmen, die Klemmbausteine Produkte herstellen, wie jetzt hier dieses schöne Top Gun Set zu dem Film, Klassiker Top Gun mit Maverick, gibt es diesen F-14 Tomcat Stealth Fighter zum Bauen mit Klemmbausteinen. Als Figur gibt es dabei auch hier ganz schön, die winken schön, Maverick und Goose. Einfach klasse. Der musste einfach mal sein. Das ist irgendwie ein Kultfilm. Und warum nicht mal so ein schönes Teil sich besorgen. So, ich habe noch ein zweites Klemmbaustein-Set zu Top Gun Maverick. Der neue Jet, das ist, was ist das für einer? Die FA-18E Super Hornet. Also eigentlich schon die modernere Version der F-18. Auch großartiges Teil. Das ist jetzt sogar die Sonderedition. Die Version gibt es in zwei Auflagen. Einerseits hier mit dem schönen Schwarz. Da habe ich mir sie auch zugelegt, weil hier ist auch die Maverick-Figur dabei. Es gibt den gleichen Jet auch unter von Top Gun Maverick. Das ist hier oben dann auch gleich, komplett grau. Und da ist aber nicht als Figur Maverick dabei. Hier ist leider das nicht direkt zu sehen. Hinten nochmal drauf, wie er so aussieht. Wunderbar. Ja. Herrlich. Falls ich bis zur Veröffentlichung des Videos die gebaut haben sollte, werde ich jetzt noch mal ein paar Bilder einblenden von dem, ja, von den gebauten Teilen. Ansonsten muss ich leider, müsste mit dem erstmal vorlieb nehmen. So, ich stelle das leider nicht übereinander, weil es kommt jetzt eine ganze Menge, der Tisch will wieder randvoll werden.
Und jetzt fangen wir an mit Transformers. Und ich fange erstmal an, auch wenn ich gleich noch zu Games wiederkomme. Ich habe euch im letzten Video diesen Headmaster, den ich gekauft habe, beim kleinen Bundle gezeigt. Er sieht aus, die Polizeiwagenversion von dem Headmaster Siren, der bei uns in Europa ein Feuerwehrwagen sozusagen ist. Und in Japan gab es einen Polizeiwagen, der Go-Shooter hieß. Aber der Go-Shooter unterscheidet sich auch zu diesem hier. Ja, nach genauem Forschen, das ist leider auch ein Bootleg, ein chinesischer Polizeiwagen. Und das ist das Coole eigentlich dabei, auch wenn die Figur leider nicht vollständig ist und auch ein bisschen beschädigt. Also hier seht ihr, leider kaputt gebrochen. Aber zum Hinstellen finde ich das richtig klasse. Es ist dadurch das völlig eigenes. Es ist ein chinesischer Polizeiwagen als Headmaster. Ich finde, das hat irgendwo was. Es ist ein Bootleg, ja gut, okay. Muss ich mit leben. Aber so zum Hinstellen sieht er einfach geil aus. So. Jetzt geht's mit Transformers weiter. Ich habe einen Bundle mit Games gekauft. Da waren Transformers Games dabei. Zwei hatte ich noch nicht. Eins schon, das zeige ich aber trotzdem. Und zwar geht es darum, also das Set hat 5 Spiele beinhaltet. Ich zeige euch jetzt nur die Transformers-Spiele, weil die anderen 3 Spiele waren für mich unwichtig. Das war ein für die 360, ein Batman Arkham Asylum in der Classic Edition, spielt es keine Rolle irgendwie, und auch ein Lego Bionicles. Ist überhaupt uninteressant. Aber jetzt geht es zu den interessanten. Für die 360 Transformers Die Rache zum zweiten Kinofilm. Ja, aber was kann ich zu dem Spiel sagen? Es ist so in der Third Person, man kämpft. Es ist aber irgendwo, okay. Es ist gut gemacht. Grafisch sieht es ganz okay aus. Die Welt ist ein bisschen tot, aber naja. Ist okay. So, weiter geht's. Und passend dazu, Transformers 3. Transformers 3 sieht ja auch sehr gut aus. Spielt sich ähnlich, Third Person, man kämpft mit einem Roboter, man kämpft gegen die Decepticons. Modern ist eben halt, dass sich die Transformer jetzt teilweise noch so eine Art Panzermodus haben. Ist okay. Schießt sich ganz gut sozusagen, man spielt mit den Figuren. Ist von den High Moon Studios. Die High Moon Studios haben auch die besten Transformers Games, modernen Transformers Games gemacht. Und zwar Fall of Cybertron und War of Cybertron. Großartige Games. Ich habe euch in dem einen Pickup ja auch gezeigt, die Wii-Version von Mission of Cybertron. Das ist eine Ergänzung dieser beiden Teile. Den hatte ich noch nicht. Der ist sozusagen jetzt in meiner Sammlung. Transformers 3, auch wenn ich kein großer Movie-Transformers-Fan bin, musste ich das haben. Der Grund, den erzähle ich gleich, nachdem ich das nächste Spiel euch zeige. So. Und zwar, hier haben wir schon das besagte Transformers Untergang von Cybertron, also Fall of Cybertron. Von den High Moon Studios. Großartiges Game, wenn ihr Transformers-Fans seid. Das ist wirklich ein Must-Have. Gerade in der englischen Version zu spielen, mit den Originalstimmen aus der Cartoon-Serie. Peter Coolen als Optimus Prime, der G1 einfach auch ikonisiert hat, dessen Stimme einfach für mich auch Transformers Prime ist. Also Optimus Prime ist großartig. Man kann hier Grimlock spielen, es ist auch Third Person, man kann hier Bumblebee spielen. Metroplex spielt mit, großartig. Wer das hat, beide Teile sind ja für mich nur, oder kann ich nur empfehlen. Das Besondere aber auch ist, dieses Spiel habe ich bisher nur digital besessen. Es gab, glaube ich, für die Xbox eine Version, ein bisschen mit HD, besser aufgearbeitet, zum Download. Da habe ich es gespielt, aber inzwischen hat Action Vision keine Transformers-Lizenz mehr. Das bedeutet, dieses Spiel, also die Digitalversion, ist aus dem Store geflogen. Dazu auch all die Spiele, beziehungsweise überhaupt jedes Transformers-Spiel ist aus dem Store geflogen momentan. Das heißt, physisch sind es die einzigen Versionen, wie ihr sie spielen könnt. Und deswegen musste ich das auch in der Sammlung physisch haben. Naja, ich meine, als Transformers-Fan braucht man sowieso in der Sammlung physisch. Aber wenn ihr das mitnimmt, also
Dadurch können die teurer werden. Momentan, glaube ich, ich habe jetzt dadurch, dass es ein Bundle war, 5 Spiele, 25 Euro inklusive Versand, kann man sich ausrechnen, 5 Euro das Stück ist ein guter Preis. Diese War of Cybertron, Untergang von Cybertron, also Krieg um Cybertron, werden bis zu 20 Euro gehandelt. Also mehr würde ich auch nie ausgeben. 20 Euro ist schon ein Hammerstück eigentlich. Also so 10 Euro sollte das Maximum sein. Großartiges Spiel, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. So, kommen wir zum letzten Spiel. Auch Transformers, auch von Action Vision. Transformers. Mehr sagt der Titel nicht. Müsste eigentlich Transformers Armada heißen. Ist auch Third Person. Man hat verschiedene Missionen zu erfüllen. Man kämpft gegen die Decepticons und muss Minicons einsammeln. Mit den Minicons rüstet man sich auf. Minicons sind kleine Transformer gewesen, die sich auch in Fahrzeuge verwandeln können, so ähnlich wie die Micromaster. Und haben eben halt besondere Fähigkeiten auf die Autobahn zu übertragen. Damit waren sie schneller, stärker, hat vielleicht eine zusätzliche Verwandlung, je nachdem, welche Fähigkeiten man der Figur zugegeben hat. Deswegen leider müsste das eigentlich Transformers Armada heißen. Hier heißt es nur Transformers. Ist ein unterhaltsames Spiel, sehr gut gesprochen und es macht auch sehr viel Spaß. Ich zeige euch jetzt aber nur das so. So habe ich es aber nicht gekauft. Denn es gibt das Spiel in mehreren Editionen. Es gibt es auch als Director's Cut, das habe ich nicht, da ist ein Making-of bei. Das ist jetzt die Standard-Edition, die gibt es aber auch in einer Special Edition. Ja, und die Special Edition habe ich gekauft. Und der Zusatz der Special Edition, das wollte ich euch nämlich überraschend zeigen, ist nur ein Pappschuber eigentlich. So, hier schon mit dem Autobot-Logo, sonst das gleiche. Da kommt das Spiel dann so rein. Ich mache es mal auf umgekehrte Weise, weil normalerweise unboxt man ja. Aber so hat man das und dann könnt ihr sehen, dass so ein leichter Holo-Effekt entsteht durch das Autobahn-Logo, was da aufgedruckt ist, weil da so ein kleiner Abstand zwischen ist. Deswegen ist es auch so dicker. Es gibt leider da, weil das jetzt als Special Edition betitelt wird, nichts Bonusmäßiges außer diese einfache Hülle. Aber ich habe jetzt 10 Euro inklusive Versand für dieses schöne Set bezahlt. Es kam sogar als Paket, dass der Händler hat, oder der Privatmann auf eBay Kleinanzeigen hat mir das wunderbar verpackt zugesendet. Das Interessante ist, diese Special Edition wird unheimlich teuer gehandelt. Ich hätte nicht gedacht. Also ich habe da Preise gesehen bis zu 90 Euro nur für dieses Pappteil. Ja, und ich habe 10 Euro bezahlt. Als ich das gesehen habe, konnte ich nicht widerstehen. Und ja, nicht schlecht. Für mich ein kleines Highlight als Transformers-Sammler für sie jetzt so. Na komm, bauen wir doch mal ein paar hier auf. Als Spielesammler und als Transformers-Fan werde ich nochmal eine bessere Schutzhülle rumbauen, damit es stabiler ist, weil das ist echt sehr weich. Ich möchte es nicht zerdrücken. Das Spiel, ja, ich werde mir nochmal die anderen andere Fassung besorgen. Es gibt auch zwei Promos dazu, die nochmal einen anderen Charakter so haben, als geplant war oder jetzt zusammengesetzt. Ich muss es auch nochmal auseinandernehmen, das Ganze. Ich habe mich damit noch nicht so hundertprozentig auseinandergesetzt. Ich habe es nur angespielt und ich habe es auch früher mal, als ich meine Pressearbeit noch gemacht habe, habe ich auch das Spiel mal als Presseedition bekommen und mit Presseheft, aber das werde ich auch noch mal ein anderes Mal auseinandernehmen. Dann habe ich zwei Filme oder zwei Transformers-Videos mit schönen Artworks. Im Endeffekt ist das leider ein Dreier-Set mit klassischen G1-Cartoons. Hier ist das Optimus Prime-Logo. Hinten die Titel und eben halt ja verschiedene Motive. Das dritte oder die dritte DVD und hier ist Jazz vorne drauf und hier könnt ihr auch sehen Optimus Prime und die dritte hat Grimlock. Sind jeweils immer so 4 bis 5 Episoden drauf. Ne, 4. Jeweils 4 Episoden. Sehr kultige Episoden. Ich werde diese auch nochmal wie man so schön sagt, einzeln auseinandernehmen, ein kleines Video machen zu jeder DVD einzeln, auch wenn ich mal irgendwann die dritte habe, aber ich finde es interessanter, mal so ein paar Sachen auseinanderzunehmen, ein bisschen über diese Folgen, vielleicht auch die drauf sind, zu sprechen. Es sind aus allen 3 Staffeln von G1 Episoden, in Deutsch synchronisiert, über die Synchro, ja, ich sag ganz ehrlich, die Synchro ist grottenschlecht. Und das, Leute, nicht mal wegen den Sprechern.
denn viele der Sprecher, wie auch die Stimme von Optimus Prime, der spricht zum Beispiel bei One Piece den Jinbei. Der ist ein großartiger Sprecher. Und sehr viele Sprecher, die hier mitgemacht haben, überhaupt bei den ganzen, hört ihr jeden Tag, wenn ihr die Simpsons einschaltet. Sehr viele Nebencharaktere werden seit Jahren von diesen Leuten gesprochen. Also muss die Regie Mist gebaut haben. Und das ist es eben. Ja, 4 Folgen drauf, echt großartige Episoden. Leider nicht mit englischer Sprachspur. Das ist, diese englische Synchro ist 100-mal besser. Und deswegen, ja, was soll ich dazu sagen? Lohnt sich nicht. Ist für mich einfach nur ein Sammlerstück. So, wenn ihr mal kleine Breaks seht, liegt es daran, dass ich mich ein paar Mal verhaspelt habe und ich einfach zusammenkürzen musste auch. Ein Buch hat mich erreicht, auch Transformers. Und zwar Laserbeaks Fury ist ein englisches Buch von der Firma Ladybird. Sind keine Comics, auch bebilderte Geschichten. Dieses Spielbuch hat mal einem Danny gehört. Auch schön die Motive, klassisch. Sind so eine, ja, Kurzgeschichten. Ja, kurze Abenteuer mit den Transformers, eben als Roman erzählt, Jugendroman. Gibt eine ganze Reihe davon. Auch von Masters of the Universe, von Transformers, hatte ich noch gar keins davon. Es gibt, glaube ich, um die 15 Stück, 12 Stück, 10 Stück, so um den Dreh. Laserbeaks Fury. Gehört in Sammlung, ist jetzt nicht ganz so hübsch, aber ich habe jetzt 5 Euro für bezahlt, inklusive Versand. Kann man verschmerzen. So, kommen wir zu Transformers Figuren. Da habe ich auch einige bekommen. Ich habe mir ein Transformers Set gekauft von einem Händler, aber Übersee. 4 Figuren. Und zwar, der hat auch die Walmart exklusiven Reissues bzw. exklusive Figuren gehabt. Ich zeige euch gleich erstmal eine meiner Lieblingsfiguren, die ich haben wollte zum Hinstellen als Box, weil ich habe das Original als die Original G1-Figur. Und wollte sie noch mal gern boxt haben, da fand ich auch die als Reissue wirklich großartig. Leider kann ich den nicht hinstellen, muss mir den noch mal ordern. Finde ich ein bisschen schade, weil man hat Geld dafür bezahlt. Ich bin mit dem Händler in Kontakt, ich weiß aber leider noch nicht, was sich das da ergibt. Und zwar handelt es sich um Astro Train. Astro Train als Reissue sieht großartig aus. Ihr seht auch hier hinten mit dem neuen Hasbro-Logo und so weiter. Vorne ist das sehr klassisch aufgebaut, hinten das wunderbare, schöne, klassische G1-Artwork. Aber ihr seht schon, die Box hat es echt nicht überlebt. Und ich kann man nicht mal hinstellen. Das ist so traurig. Dabei ist das so eine wunderbare Figur. Die bricht mir hier auseinander und das ist so schade. Und ich wollte sie mir gerne hinstellen. Ins Regal. Das ist ein Original-Reissue. Sieht man auch an hier im Plastik, dass da eben halt so jetzt so ein PET-Logo ist. Das heißt recycelbar oder was auch immer. Das ist eben halt... Ja, irgendein Zeichen wahrscheinlich wegen Recyceln und so weiter. Was gab es früher nicht auf solchen Plastiksachen? Heute muss es drauf sein, sichtbar. Ja, wie gesagt, sehr schade. Ich hoffe, ich kriege da einen Ersatz. Mitgekommen sind ein paar andere Figuren. Und zwar diese hier. Das sind die Reissues der Titans Return Serie, die man in den Style der klassischen G1s gemacht hat. Also hier haben wir ja jetzt Skullcruncher, die habe ich noch gar nicht gehabt, finde ich einfach großartig. Der Unterschied ist auch, die Titans Returns Versionen sind nicht oder sind in der Fassung so angemalt wie in die Original G1s. So, einfach klasse. Stellen wir hier hin. Die nächste. Ein Autobot, auch Hardhead, ebenfalls eine Titans Returns Version. Auch wunderbar gemacht, auch ein sehr guten Zustand. Wie gesagt, die kam mit der zusammen, die hat als einziges nicht überlebt und da glaube ich schon, dass die vorher schon beschädigt war. Und wenn ich nur auspacken würde, wäre es okay, aber habe ich natürlich ja leider nicht. Auch hier die Titans Returns Version angemalt wie G1 und durch diese G1-Verpackung einfach großartig. Dadurch finde ich das auch wirklich sehr klasse und wollte die sammeln. Es gibt insgesamt 8 Stück. 2 habe ich euch bereits mal in einem anderen Video gezeigt. Das war Mindswipe und Chrome Dome muss das gewesen sein, wenn ich es richtig erinnere. Es gibt auch noch Hybro und noch ein paar andere. Den habe ich noch nicht. Ich habe jetzt noch eine weitere davon. Das kann man hier schon mal aufstellen. Sehen wunderbar aus. Klassisch.
angehaucht und ich finde sie einfach kultig. Das ist für mich so auch Transformers. Und ich habe noch als letztes Weird Wolf, auch ein Headmaster, ebenfalls Titans Returns Original, angemalt wie T1. Großartig. Macht richtig Spaß. Ich finde, das sind, wenn man weiß eben halt, dass es Reinstore sind, beziehungsweise die modernen Versionen in diesen klassischen Verpackungen, allein dieses Artwork von Transformers, die ganze Box, das ist so das Feeling, was es gibt. Und das hat mich dann auch gereizt, diese Serie zu sammeln. Somit habe ich jetzt 5 dieser Transformers, es fehlen noch 3, wenn man richtig rechnet. So, weiter geht's. Ich habe auch im Übersehen noch einen anderen Transformer, sollte auch Reinstore sein, war es nicht. Ich zeige euch die Figur, eine Figur, die ich noch nicht hatte, Transformers G1, ich immer gerne gehabt hätte, aber irgendwie auch nie vernünftig gefunden habe, auch vielleicht stimmte nicht der Preis. Jetzt hat einmal das Reinstore als Box angeboten, dachte mir, warum nicht? Sollte original sein, ist es nicht. Es geht um Mirage. Auf den ersten Blick, ja, nicht schlecht, sieht toll aus, aber man merkt sofort, komisch, sehr matt, der Druck. Und was man jetzt hier nicht in dem Video sehen kann, es fühlt sich auch anders an. Im Vergleich zu diesem Druck oder diesen Boxen, die ich auch diese hier, das ist ein ganz anderes Feeling. Das fühlt sich glatter an, so wie so ein, ja, als ob eine Lackschicht drauf ist. Ob man, kennt ihr das noch, wenn ihr eure Schulbücher einschlagen musstet in Folie? So ähnlich fühlt sich das an. Wie gesagt, die Bilder auch sehr matt. Und wenn man auch guckt, ich meine, Leute, auf dem Transformer ist vorne eines seiner Raketen drauf. Ich meine, wie locker, also so locker waren die nie im Original. Auch ist da mehr Plastik, da war im Original mehr Metall. So, und auch, kann man vielleicht gar nicht so sehen, aber das stellt sich durch. Die Figur ist hier wirklich spürbar und so komisch liegt keine Originalfigur ran. Naja, was soll's. Packe ich mir trotzdem dahin. Weiß noch nicht, was ich damit mache. So, es gibt noch 2 Figuren. Und zwar aus der Studio 86 Serie Rodimus. Einfach nur kultig, großartige Figur, wunderbar. Auch hier gut zu sehen. Kann die Matrix halten, man kann beim Kopf ein anderes Gesicht eben halt einsetzen. Auch diese, ja, andere Flex, einfach großartig. War eine Figur, die ich auch haben wollte, weil irgendwo der Film ist einfach nur kultig und den muss. Ja, die sieht so G1-artig aus und wenn sie so G1-artig ist, dann liebe ich es. Genauso wie diese Figur, auf die ich lange jetzt gewartet habe, die ich unbedingt haben musste. Nach Galvatron und Cyclonus, da gehört nur noch Scourge dazu. Scourge, der Anführer der Sweeps, kann man vielleicht sehen. Einfach großartig, sieht wie aus, wie die G1-Figur aus. Wunderbar. Finde ich einfach Hammer, das ist sehr gut umgesetzt. Interessant ist ja nochmal, hier hinten steht sogar drauf, das Unicorn verwandelte Thundercracker in Scourge. Wer den Film kennt, Transformers the Movie, da werden einige verletzte Autobots in den Weltraum verletzte Decepticons in den Weltraum befördert und Unicorn findet sie und reformiert sie, sowohl aus Megatron und Galvatron und aus Thundercracker eben halt ja, Scourge. Passt leider, also die Idee der Umverwandlung nicht schlecht, aber im Endeffekt sind das total neue Figuren, die, wenn man das sich genau anguckt, auch plötzlich einen anderen Hintergrund haben, als ob die schon Jahrhunderte anders gelebt haben. Finde ich da nicht ganz so gut, diese andere Umsetzung, aber so als Charakter ist er einfach geil und ich, ja, finde die einfach kultig. Es gibt inzwischen auch von denen noch Sweeps, also da ist ein bisschen die Hände ein bisschen anders und das Gesicht anders, also seine Armada gibt es auch noch. Großartig. So. Das waren all meine Transformer, die ich neu habe. Alles neu. Da wird jetzt nochmal ein schönes Foto von gemacht, damit ich das zum Ende präsentieren kann. Ja, und das war's für dieses Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, ein Like, kommentiert, was ist euer Highlight aus diesem Ganzen, was ich hier bekommen habe. Und ja, da habe ich ja schon gesagt, zeige ich nochmal ein exklusives Video zu den Einzelnen, werde das nochmal auseinandernehmen. Ähnlich auch wie das Transformers Buch Razorbix Fury, werde ich nochmal auseinandernehmen. Aber sagt gerne, wenn ihr nochmal einzelnes Betrachtung sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir hören uns, macht's gut, bis dahin. Das waren meine Pickups. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald.